Ja, Mert Götzschkan bei uns, unser Sommerneuzugang von Fortuna Düsseldorf gekommen. Ja, du kennst den WSV, du kennst die Liga. Was hat dich dazu gebracht, zum WSV zu kommen im Sommer? Ja, ich fand den WSV schon immer spannend. Dann am Ende der Saison kam halt der Sportdirektor Gaetano mit dem Trainer zu mir. Und dann war ich natürlich fasziniert, dass sie zu mir gekommen sind. Die Gespräche liefen dann sofort gut. Die haben mir gezeigt, ja, wir wollen dich, bist eine Wunschoption. Ja, dann hat es auch nicht lange gedauert. Ich habe dann auch nicht lange gezögert und habe mich halt einfach wohlgefühlt hier. Und bis jetzt läuft es auch perfekt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das hört sich schon mal gut an. Ja. Ein paar Fans haben sich gefragt, bist du der klassische Linksverteidiger, bist du der Innenverteidiger? Was würdest du zu deiner Position sagen? Ich finde, ich bin variabel einsetzbar. Also ich habe jetzt auch letzte Saison Hälfte, Hälfte, also Innenverteidiger 15 Spiele und 15 Spiele als Linksverteidiger. Klar habe ich meine Ausbildung damals bei Dortmund als linker Verteidiger genießen dürfen, aber ich sehe mich auf beiden Positionen. Also dort, wo der Trainer mich gerade braucht, dort, wo Bedarf ist, finde ich, bin ich variabel einsetzbar. Du hast gerade Dortmund schon angesprochen, du hast ja auch viele Spiele in der U-Mannschaft gemacht, genau. Und auch in Nachwuchsmannschaften. Wie war das für dich so gerade als junger Spieler? Ja, war eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Also wir haben bei Dortmund sehr viel Fußball gespielt, war halt natürlich sehr viel Luxus drumherum alles, war halt alles viel krasser. So, ich bin dankbar für die Zeit, war eine sehr schöne Zeit so. Ich konnte viel mitnehmen, viel Spielzeit, viele Erfahrungen, viele gute Freunde, viele Kollegen, viele Trainer und ich finde, hat mich halt sehr geprägt zu dem Spieler, der ich dann jetzt auch geworden bin so. Ja, was sich auch immer viele Fans fragen, was machen die Spieler, wenn Training oder wenn der Spieltag vorbei ist? Was machst du so gerne in deiner Freizeit? Du bist verheiratet, genau. Viel Zeit. Ja, also bei mir ist es in der Regel sehr gleich. Also nach dem Training bin ich zu Hause bei meiner Frau, dann kochen wir meistens gemeinsam. Wenn es schönes Wetter ist, dann sind wir draußen. Ich wohne ja halt in Düsseldorf, ist eine schöne Stadt. Gehen wir dann an Rhein, dort ein bisschen spazieren. Ab und zu kommen Familie, Freunde rüber, dann hat man Zeit mit denen. Und sonst halt ausruhen, weil am nächsten Tag ist halt immer Frühtraining und dann muss es wieder los. Wenn Doppeleinheit ist, dann ruht man sich eher zu Hause aus, dann geht man abends nicht vielleicht nochmal raus, aber sonst halt, wie gesagt, meistens mit der Familie, mit der Frau, mit Freunden. Ja, perfekt. Danke dir. Ich danke dir. Wünsche dir viel Erfolg und eine schöne Saison. Dankeschön. Deine Ziele in Erfüllung gehen. Danke. Danke dir. Danke.